1644 hat die Manchu-Dynastie, der Qing, die Ming-Dynastie abgelöst und sie haben ein Weltreich gegründet und wir wollten dieses absolutistische China in den Fokus nehmen. Also wir wollen das Selbstverständnis der chinesischen Kaiser hier darstellen, als politisches Zentrum, aber auch die Rolle der Herrscher in der Religion, die Rolle der Herrscher als Kunstsammler und Mäzene. Also wir wollen eigentlich diesen universalen Anspruch hier fokussieren, weil wir denken, dass das auch für das heutige China noch immer eine wichtige Rolle spielt, auch im Hinblick auf die Erwartungen, die die Mehrheit des Volkes auch an die Führung oder die Regierung stellt. Also wir wollten eben nicht einen Rundumschlag machen, wir ziehen uns hier wirklich die Brille des Kaiserhofes an und fokussieren uns auf diese Epoche 17. bis 18. Jahrhundert. Und da haben wir eben auch sehr berühmte Objekte in dieser Ausstellung und wir zeigen auch den Einfluss der Jesuiten. Also wir haben versucht, thematisch alles Wichtige in dieser Zeit hier zu repräsentieren und zwar durch herausragende Werke. Also am Kaiserhof spielten die Jesuitenmissionare eine sehr wichtige Rolle, als Hofastronomen, Adam Schall von Bell zum Beispiel, als Mathematiker. Aber Kaiser Kangxi hat zum Beispiel einen böhmischen Jesuiten beauftragt, eine Glashütte zu errichten. Und das war dann wieder wahnsinnig wichtig, auch für die Porzellanmalerei. Es hat eine Revolution ausgelöst, weil plötzlich eine ganz andere Farbpalette zur Verfügung stand. Und auch in der Malerei können wir erkennen, also der Malerei der Hofmaler, dass dieser Illusionismus, der westliche Realismus plötzlich eine ungeheure Begeisterung auslöst. Und es gibt keine Epoche, wo wir so viele Formen der Selbstdarstellung, der realistischen Selbstdarstellung der Herrscher hätten. Und ich denke, das ist eine ganz entscheidende Epoche, eine Wende in der chinesischen Kunst auch. Das Interessante ist eben, dass man feststellen kann, wenn starke Traditionen und starke Persönlichkeiten aufeinandertreffen, dann kann was ganz Neues, Unerwartetes entstehen. Und das sollte uns auch im Zeitalter der Globalisierung eine große Hoffnung sein.